Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Joachim, Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Sag mal, kannst du mir mal erklären, was die vielen Uhren da in der Vertäfelung im Wohnzimmer sollen? Da ist unsere Zeitenwende. Unsere Zeitenwende? Sag mal, hat bei dir in der Buchstabensuppe das E gefehlt oder was? Zeitenwende schreibt man nicht mit Ä, sondern mit E. Oh, ist doch das Wort des Jahres. Genau, Zeitenwende ist zum Wort des Jahres gewählt worden. Und weißt du auch, wen ich zum Honk des Jahres wähle? Oh, ja, ich komm ja. Du, ich besuch es auch nicht, mein Joachim. Ach, und bis ich wieder da bin, kommen die Uhren alle weg. Wir gehen mir jetzt schon auf den Zeiger. Als ich noch Bundeskanzlerin war, da brauchte ich gar keine Uhr. Da hab ich festgelegt, welches Stündlein es geschlagen hat. Schauen. Ach, guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Ex-Ministerin. Sag mal, Robert, was guckst du denn so unterkühlt? Also Kältefront im Anmarsch, nicht? Mir ist jetzt schon so kalt. Ich habe schon keine Gänsehaut mehr. Das ist schon Raufasertapete. Oh, Robert, so kalt ist es nun wirklich noch nicht. Warte mal bis Mitte der Woche. Da bestehe ich zu 90% nur noch aus Schal. Mein Bankkonto zeigt jetzt auch schon Minus an. Oh, und ich gebe dir jetzt nochmal einen Tipp von Ex-Bundeskanzlerin zu Vizekanzler. Und der wäre? Wenn es dann richtig kalt wird, musst du dir genau überlegen, mit welchem Gesichtsausdruck du vor die Tür gehst. Wieso das denn? Na, weil er wahrscheinlich den ganzen Tag so bleibt, ne? Und der Gesichtsausdruck ist süß gerade. Angie fast allein zu Hause. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.